man sich einmal drauf eingelassen hat, ist das ganz lustig. Also im ersten Moment ist es natürlich irgendwie wackelig, aber wir haben die Möglichkeit gehabt, langsam herangeführt zu werden und Vertrauen zu fassen und eine ganz tolle Stunt-Truppe, die uns da langsam herangeführt haben, bis das dann eben abends gedreht wurde. Ja, es gehört natürlich auch dazu, dass man sowas wie Action-Regie macht oder Second-Unit-Director, weil natürlich in diesen ganzen Sachen, wo Stunt involviert sind, Schauspieler und Komparsen, wo es um Prügeleiszenen geht, wo es um Fallen geht, um bestimmte Timing-Sachen, wie jemand abspringt, auf den anderen raufspringt und der andere dazukommt, das muss natürlich ganz genau koordiniert werden. Aber es soll natürlich auch nicht so aussehen, als wenn es übermäßig gespielt ist, sondern natürlich aussehen, dass der Zuschauer denkt, boah, was denn da gerade passiert? Was zu essen kriegt unterwegs. Ja. Der Brezel. Das nennt sich In-Flight Service. Ob das funktioniert, das haben wir vorher auch nicht gewusst. Weil wir haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als eigentlich nur geprobt und haben das dann viermal gedreht. Und ein Take hat ja nicht länger als 3 Sekunden gedauert. Mit Highspeed ist die Szene dann 30 oder 40 Sekunden lang. Aber der Wahnsinn war, okay, wir stellen uns dahin, wir proben einen ganzen Tag, um 4x3 Sekunden aufzunehmen, in der Hoffnung, dass daraus eine Szene wird. Und es hat funktioniert. Es ist genau jetzt, wo wir drin haben. Es ist perfekt, es geht gar nicht besser.